Wo willst du denn hin, junger Mann? Zu den Olympischen Spielen. Dann nimm die hier mit für deine Medaillen. Danke, Mom. Im Film sieht man einen jungen Mann aufwachsen, dessen Ziel es ist, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Aus ihm wird niemals ein Olympiateilnehmer werden. In dieser Welt will keiner was von dir wissen. Das ist doch nichts Neues. Eddie verkörpert den Durchschnittstypen, der seinen Traum leben will. Ich werde jetzt darauf gehen und springen. Und Sie werden meine Weite messen. Ich mag seinen Mut und werde sein Coach. Du willst deinen Moment, Eddie Edwards. Ich verschaff dir deinen Moment. Für die meisten Menschen ist Eddie the Eagle der Name, an den sie sich erinnern von jenen Olympischen Spielen. Er repräsentierte nicht die sportlichen Talente der Spiele, aber er wurde zum Symbol für den olympischen Geist. Eddie trainierte, schaffte es dorthin und machte Furore. Alle wollen ihre Geschichte hören. Ja! Wäre es keine wahre Geschichte, man würde es nicht glauben, aber sie ist wahr. Eddie the Eagle, alles ist möglich, landet am Donnerstag, 31. März 2016, nur im Kino. Wo willst du denn hin, junger Mann? Zu den Olympischen Spielen. Dann nimm die hier mit für deine Medaillen. Danke, Mom. Im Film sieht man einen jungen Mann aufwachsen, dessen größter Wunsch ist, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Großbritannien hatte keinen Skispringer seit 1929. Ich werde Skispringer. Eddie the Eagle war eine Legende. Er hatte einen Auftritt beim verrücktesten Sportevent überhaupt. Er bricht sich das Genick. Ich breche ihm das Genick. Mir ist klar, dass man mit 5 oder 6 mit dem Springen anfangen muss. Er traf einen Mann namens Peary. Du warst ein Champion. Ich brauche nur ein paar Tipps, eigentlich. Gib auf, ist kostenlos. Er wird nicht wirklich springen, oder? Du wirst nicht aufgeben, oder? Das ist das Herz der Geschichte. Ich wurde aus jeder Mannschaft geworfen, bevor ich mich überhaupt beweisen konnte. Deshalb brauche ich meinen eigenen großen Moment. Er hat alles gewagt und Furore gemacht. Großbritanniens Eddie Edwards. Du bist Eddie the Eagle. Jetzt flieg! Wo willst du denn hin? Zu den Olympischen Spielen. Die brauchst du doch, oder? Da kommt er. Kann er das Unmögliche schaffen? Eddie the Eagle, alles ist möglich, landet am Donnerstag, 31. März 2016, nur im Kino. Das ist der Beginn einer neuen Ära des Sports. Die Gelegenheit, eine neue Generation von Athleten zu entdecken. Okay, zugegeben, das war mein Fehler. Seit ich mich erinnern kann, Champion! War es mein Traum, Olympionike zu werden. Eddie, du bist kein Sportler! Ihr habt recht, ich fahre nicht zu den Olympischen Spielen. Ich fahre zu den Olympischen Winterspielen. Sie sind vollkommen ungeeignet für Olympia. Also los. Oh, ich brauche dringend einen Trainer. Dir ist klar, dass man mit 5 oder 6 mit dem Springen anfangen muss. Was wissen Sie schon darüber? Bronson Peary, Olympiasieger von 68. Warum habe ich nie von ihm gehört? Sie haben ihn rausgeworfen. Er war respektlos gegenüber dem Sport. Ich brauche nur ein paar Tipps. Gib auf, der war kostenlos. Könntest du mich anschubsen? Anschubsen? Das ist deutlich höher, als ich erwartet hatte. Oh Gott. Nicht die Beine anwinkeln! Du wirst nicht aufgeben, oder? Ich werde es schaffen. Ich wurde aus jeder Mannschaft geworfen, bevor ich mich überhaupt beweisen konnte. Deshalb brauche ich meinen eigenen großen Moment. Der Welt ist egal, wer du bist. Das ist nichts Neues. Ich weiß, wie es ist, wenn man abgeschrieben wird. Ich verschaffe dir deinen Moment. Aber es wird höllisch wehtun. Wir wollen nicht mit solch grotesken Auftritten in Verbindung gebracht werden. Da kam jetzt ein bisschen Pipi mit raus. Und Niederlagen. Ihr seid eine Schande für den Sport. Gut. Persönliche Bestmarke! Und wir sind eine Schande! Ich liebe es, anderen das Gegenteil zu beweisen. Ich muss das tun! Du hast mehr Mut als alle anderen Springer da draußen. Da kommt er, Großbritanniens Eddie Edwards. Du bist Eddie the Eagle. Jetzt flieg! Er ist gestartet! Kann er das Unmögliche schaffen?